Guten Abend miteinander. Wenn Sie in den letzten Wochen gezügelt haben, gelegentlich zügeln werden oder einfach sonst mal einen Tapetenwechsel brauchen, dann machen Sie doch wieder mal einen Besuch in einem Coop Baucenter oder in einem Coop Do-it-yourself. Dort finden Sie nämlich alles zum Renovieren und zum Verschönern von Ihrem Heim. Unter der Marke Coladur steht Ihnen bei Coop ein komplett neues Sortiment an Qualitätsfarben zur Verfügung. Auf praktisch jedem Untergrund lässt sich Coladur leicht verarbeiten. Sei es als widerstandsfähiger Anstrich für Decken, Wände oder Fassaden, zum perfekten Lackieren von Fenstern oder Radiatoren oder zum brillanten Lasieren im Holzbereich. Das ist aber nicht alles. Coladur-Farben gibt es auch wasserverdünnbar. Sie brauchen also kein Lösungsmittel, können die Farben mit Wasser verdünnen und auch die Pinsel einfach mit Wasser auswaschen. Sie sehen, Coladur eine farbige, aber auch eine saubere Sache. Ja, und wenn Sie beim Handwerken ziemlich schnell außer Atem kommen, dann ist das ein untrügliches Zeichen, dass es mit der Fitness nicht mehr zum Besten steht. In der Fit- und Munter-Zeitung, die diese Woche verteilt wird, informiert Sie Coop über das grosse Angebot an Sport- und Freizeitartikel und über Produkte, die Ihnen beim Fitbleiben helfen. Aller Anfang ist zwar schwer, aber bei Coop auch günstig. Mit dem speziell für den Stadtverkehr ausgerüsteten Leopard Citybike aus der Reihe der Jubiläumsangebote. Das Supervelo bringt Sie dank der breiten Reifen sicher über die Tramschiene und mit den 18 Gängen bequem bergauf. Ja, nach dem Velofahren schätzt man so ein Wehrschaftsgericht, das Ihnen jetzt die Studioküche vorschlägt, ganz besonders. Sie haben es gesehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir fangen heute mit einer neuen Rezeptserie an. Sie heisst Schweizer Küche und das erste Rezept stammt aus dem Tessin. Für Gnocchi al Gorgonzola habe ich Kartoffeln geschwellt, dann geschält und tue sie jetzt passieren. Dann mache ich einen Teig daraus mit Eier, Mehl, Gewürz und Tomatenpüree. Ich tue daraus Rollenformen von ca. 1,5 cm dicke, schneide Stückchen daraus und tue mit einer Gabel Rille eindrücken. Dann gebe ich die in kochendes Salzwasser und lasse sie so lange drin ziehen, bis sie an die Oberfläche steigen. Abtropft tue ich sie dann auf einer Platte warm stellen. Für die Soße habe ich hier ein bisschen Rahm erhitzt. Gebe Gorgonzola rein, lasse drin schmelzen, würze mit Pfeffer und gebe die Soße über die Gnocchi. Als Beilage würde ich einen gemischten Salat dazu servieren. Das genaue Rezept finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung und hier noch ein paar besonders interessante Angebote. Citybike, die wir Ihnen vorher vorgestellt haben, gibt es bei Coop zum unschlagbaren Preis von 490 Franken. Tolle Kinderensemble von Techstar bekommen Sie für nur 25 Franken und Zweifel Bombschips Natur oder Paprika für nur 2,70 Franken. Alle Goldstar Pizzas sind jetzt bei Coop 1 Franken günstiger und das Kilo ausländische Tomaten gibt es für nur 2,40. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot, Dose Eistee Instant 2,50 Franken günstiger für nur 5,30 Franken. Damit hätten wir es, am Sonntag ist ein Muttertag. Coop Blumenabteilung möchte sich darum schon heute mit einem Strüssel empfehlen.